Richtig, meinte Sokrates. Und wenn du die Wahrheit genauso stark ersehnst wie die Luft zum Atmen, dann wirst du ein guter Philosoph. Sie verstehen, worauf diese anekdotische Erzählung hinausläuft. Zum einen geht es um eine Definitionsklärung, was ist Philosophieren? Philosophieren als Akt der Erkundung der verborgenen Wahrheit. Zum anderen geht es auch darum, was ist die richtige individuelle Einstellung, die ein Philosophierender haben muss, um sein Ziel, die Entbergung der Wahrheit, auch erreichen zu können. Und die innere Einstellung, möchte Sokrates hier darstellen, ist nicht die eines Strebers, der glaubt, besonders viele Traktate auswendig zu lernen und dann sein Ziel zu erreichen, sondern die Einstellung ist von einem ganz starken persönlichen Motiv, von einer persönlichen Not, von einem persönlichen Drang, von der persönlichen Suche nach Lebensnotwendigem bestimmt. Ja? Hier möchte Sokrates sagen, diese Entbergung der verborgenen Wahrheit, der Aletheia, die kann nur geschehen, wenn man sich mit ganzer Kraft, mit Leidenschaft und aus einer gewissen Not heraus, aus der Bedürftigkeit der Wahrheit heraus, damit befasst. Ja? Und damit lehnt er oberflächliche Spielereien mit der Philosophie gleichsam ab. Er möchte oberflächlich motivierte Menschen abschrecken. Denn das Studium der Philosophie, deutet er an, kann Untiefen haben, ähnlich wie das Meer gefährliche Untiefen hat und Klippen, die man nur mit einem guten Navigationssinn umschiffen kann. Ja, dazu gehört sehr viel Erfahrung. Doch kommen wir zu Ihrer Frage, wie wird man ein Philosoph? Sie haben nun einiges erfahren oder vielleicht auch wiedergehört, was Sie bereits wussten, über das Programm des Philosophierens im sokratischen Sinne als Entbergung der verborgenen Wahrheit und über die richtige psychologische Einstellung, die eines unbedingten Dranges nach Wahrheit, eines Durstes, eines Hungers nach Wahrheit. Ja. Aber was natürlich noch fehlt, ist eine Information, welche Autoren und welche Quellen Ihnen dienen können. Meines Erachtens sind die wichtigsten Autoren Platon, Eckhart und Nietzsche. Die wichtigsten dahingehend, dass in ihrem Werk zum einen systematisch von der Anlage her und vom Aufbau der Werke, als auch inhaltlich von den zentralen Fragen her wesentliche Aspekte dessen, was Philosophieren sein kann, dargestellt werden. Die platonischen Dialoge, die Themen behandeln, von der Staatsführung, Politeia, bis hin zur Liebe, Symposion, sind so wichtig, sowohl auf inhaltlicher Ebene, als auch hinsichtlich des Erzählgeschehens, hinsichtlich der Dialoge, der Dialog ist auch eine Gesprächskultur in der philosophischen Praxis, dass jeder Mensch, der sich mit Philosophie befasst, diese Dialoge oder zumindest eine Auswahl davon im Original gelesen haben sollte. Ferner Meister Eckhart, warum ausgerechnet Meister Eckhart? Meister Eckhart ist ein Mystiker des Mittelalters. Gegen Flasch bin ich der Meinung, dass Eckhart tatsächlich ein Mystiker ist. Nicht nur ein Philosoph und hochrangiger Theologe, sondern ein Mensch, der auch mystische Elemente in sein philosophisches Werk einbringt. Aber das ist eine Nebendiskussion. Wenn ich Ihnen sage, Meister Eckhart gehört zu den drei wichtigsten Autoren für jeden, der das Philosophieren beginnt als Grundlage, dann meine ich damit, Sie sollten einen Autor der Antike kennen, Platon, einen Autor des Mittelalters, Eckhart, und einen Autor der Moderne, Nietzsche. Und Eckhart ist für das Mittelalter insofern besonders wichtig, da er zum einen in der mittelalterlichen, das heißt scholastischen Tradition steht. Er war Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Thomas von Aquin an der Sorbonne. Also er kennt die gesamte Lehre von Thomas von Aquin, von Abélard, von den gesamten Vorgängern der scholastischen Richtung, und er ist zugleich aber ein intelligenter Abweichler. Und das ist sehr wichtig, weil Sie in der Figur und im Werk von Meister Eckhart sowohl die konventionell mittelalterlich-scholastische Philosophie kennenlernen, weil er sich darauf bezieht und in ihr steht als Referenzsystem, und zum anderen auch erkennen, wie man bis an die Grenzen dieses Denkens und sogar darüber hinaus vorschreiben kann. Das ist für Sie sehr wichtig, auch in inhaltlicher Sicht. Drittens Nietzsche. Nietzsche gilt zu Recht als einer der radikalsten Denker der Moderne. Meines Erachtens ist es
der Denker der Moderne, ein Mensch, der durch seine Kritik an Christentum und bürgerlicher Gesellschaft eine solche Sprengkraft entfaltet hat, dass wir bis heute im Grunde nicht fähig sind, die enorme Radikalität Nietzsches zu erfassen. Es hat auch nach Nietzsche keinen Denker gegeben, außer vielleicht Emil Cioran, der eine derartige mutige Abrechnung mit potenziellen Irrtümern in der Philosophiegeschichte geleistet hat. Ja, und deshalb ist auch Nietzsche wichtig. Bei der Nietzsche-Lektüre würde ich Ihnen allerdings empfehlen, sich von der poetischen Sprachgewalt des Autors nicht ablenken zu lassen. Nietzsche hat eine Art, den Leser zu umarmen und auf seine Seite zu ziehen, bevor dieser in der Lage ist, die Argumente rational nachzuvollziehen bzw. kritisch zu hinterfragen. Also ich rate hier dazu, sich nicht bezaubern zu lassen vom Klang der Sprache, sondern bei Nietzsche wirklich nachzufragen, was möchte dieser Mensch, der väter- und mütterlicherseits von Pastoren abstammte, mit seiner Kritik an Religionen wirklich ausdrücken. Und da ist sehr viel Wichtiges, sehr viel Richtiges erkannt worden, das heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Weitere wichtige Autoren außer Platon, Meister Eckhart und Nietzsche sind natürlich Parmenides, der Vorsokratiker, Aristoteles, Augustinus, Origenes, Thomas von Aquin, die Renaissance-Philosophen, Erasmus von Rotterdam, Marsilio Ficino, Vico della Mirandola, das ist eine Kategorie für sich, lohnt das Studium aber sehr, Descartes, Blaise Pascal, Voltaire, Kant, Schopenhauer, Hegel. Ich nenne keinen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Warum, werde ich Ihnen in einem eigenen Film erklären. Meines Erachtens hat das 20. Jahrhundert in philosophischer Hinsicht wenig Neues hinzugefügt. Nun eine weitere Facette Ihres philosophischen Weges. Ja. Wenn Sie nun gesehen haben, was Philosophieren bedeuten kann in der sokratischen Lesart, Philosophieren als Programm, die verborgene Wahrheit zu entdecken. Man muss Sokrates nicht glauben, aber man sollte diese Definition kennen. Und was es andererseits an persönlichem Impetus, an persönlicher Einstellung voraussetzt, dieses unbedingte Ausgerichtetsein auf den Wahrheitserwerb, auf das Herausfinden der verborgenen Wirklichkeit, als das Lösen einer Notwendigkeit, ja, dann ist es natürlich wichtig zu sehen, wie wir sagten, welche Autoren sind ganz besonders wertvoll und fruchtbar in dieser Hinsicht, die habe ich Ihnen genannt. Es geht aber auch darum, wie sollte man diese Autoren kennenlernen. Und da sage ich Ihnen eines, Sie sollten keinesfalls mit Sekundärliteratur anfangen. Ganz im Gegenteil, lesen Sie die Primärliteratur, lesen Sie die Werke. Auch wenn Sie noch nicht firm sind in Philosophie, auch wenn Sie nicht Philosophie studiert haben, auch wenn Sie wenig Vorkenntnisse haben und sich selbst auf das Feld der Philosophie begeben möchten, ohne den entsprechenden akademischen Hintergrund. Lassen Sie nicht irgendeinen Sekundärautoren Ihren Dolmetscher spielen. Suchen Sie sich keinen Interpretator, suchen Sie keinen Verständigungsautor. Das können Sie noch immer machen, wenn Sie die Originalwerke kennen. Aber Sie haben keinen Grund, mit Primärliteratur nicht zuerst anzufangen. Ja? Also für mich heißt Primärliteratur nicht nur, es ist das Werk desjenigen Autors, sondern es ist auch das Werk, das wirklich primär sein sollte. Die Sekundärliteratur ist nur eine Auslegung und oftmals inhaltlich sogar eine Verunklärung der Primärliteratur. Ja. Sie sollten Platon im Original kennen, Sie sollten Meister Eckhart im Original kennen, Sie sollten Nietzsche im Original kennen. Sie brauchen nicht den gesamten Werkkorpus durchzustudieren zu Beginn, aber Sie sollten zumindest ausschnittsweise diese Primärwerke gelesen haben, sich ihre eigenen Gedanken dazu machen. Philosophieren ist ein Eigengebrauch ihrer Vernunft. Das ist wichtig. Und dazu sagte Goethes Zeitgenosse Lichtenberg, von dem uns wunderbare Aphorismen überliefert sind, einmal sehr passend. Haben Sie schon den Kommentar von Kolibri über den Essay von Fink über das Buch von Amsel gelesen? Ja, das ist genau die Situation, die manche Menschen erleben, wenn sie sich durch einen Wust von Sekundär- und Tertiärliteratur bewegen, der ihnen dann schlussendlich den Blick auf das Primärwerk verstellt. Ja? So diese Abfolge von immer mehr Interpretationen, die können wie ein Mauerwerk
dienen. Ja, wichtig ist für sie wirklich, bewahren sie sich ihren philosophischen Eros, ja, die Lust an der Erkenntnis, und trauen sie sich zu, die Originalwerke zu lesen. Wenn sie manches nicht verstehen, fragen sie einen Philosophen oder fragen sie sich selbst. Ja, gehen sie selbst mit manchen Gedanken schwanger. Überlegen sie sich das, ein Quantum eigener Erkenntnis ist viel mehr wert als angelesene, anstudierte Interpretationen von Dritten. Das möchte ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Ich habe Ihnen jetzt nicht die Frage beantwortet, wie werde ich ein Philosoph? Sie haben es bemerkt, dass ich eher Ausschlusskriterien brachte. Wie kann man kein Philosoph werden, beziehungsweise was ist wichtig, was ist weniger wichtig? Wenn Sie alles berücksichtigen, was ich Ihnen bisher sagte, sind Sie noch nicht ein Philosoph, ja, im Sinne der Profession, aber Sie sind ein Mensch, der den Eigengebrauch seiner Vernunft mit der Tradition des vernünftig Gedachten selbstbestimmt untermauern könnte. Das ist sehr viel wert. Und da erfahren Sie auch einiges von dem wirklichen Kritikpotenzial, das Philosophieren haben kann. Denn Philosophieren ist der Prozess. Und vielleicht ist es für jeden, der sich, egal auf welcher Stufe des Prozesses befindet, viel wichtiger, sich als Philosophierenden zu sehen in der Prozessform, denn als Philosoph, was ein Ziel und ein Faktum darstellen würde, das vielleicht nicht erreicht wird durch die permanente Möglichkeit und auch Notwendigkeit der Selbsthinterfragung. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen erkenntnisreiche Zeiten. Bis zum nächsten Mal.